Mein Name ist Stefan Jensen, ich bin hier Apothekenleiter in der Apotheke am Rathaus in Heikendorf. Bei den Senioren ist es so, bei extremer Wetterlage, da gibt es ja verschiedene Möglichkeiten. Einmal zum Beispiel die Hitze. Und das ist ein Problem bei alten Menschen, dass sie sowieso weniger Durst haben. Das hängt eben halt mit dem Alter zusammen, auch weniger Essen. Und sie müssten im Grunde genommen bei Hitzeperioden, wenn es gerade mehrere Tage hintereinander weg ist, mehr trinken. Das auf alle Fälle. Und auch, da sie ja auch schwitzen, wenn es sehr heiß ist, dass sie Mineralpräparate daneben müssen. Sportmineralien nehmen und so. Da ist im Grunde genommen komplett alles drin. Was wir zum Beispiel vor 20 Jahren gar nicht gemacht haben, dass wir durchweg auch immer Mineralwasser anbieten für die Patienten, die hier sind. Das gab es früher eigentlich nicht. Jetzt haben wir es durchweg. Weil wir merken, dass das eben auch wichtig ist und dass wir den Patienten das auch anbieten müssen, auch gerade in solchen extrem heißen Wetterlagen. Wir haben dieses Jahr sehr viel Regentage gehabt, sehr viel Bewölkung gehabt. Das hat eine Auswirkung auch auf das Immunsystem. Das heißt, und gerade ältere Menschen ziehen sich sowieso mehr an, weil sie leicht erfrieren und kriegen zum Beispiel auch weniger Vitamin D ab. Da kann man zum Beispiel als Prophylaxe sagen, dass man eben ab Herbst Vitamin D zusätzlich zu sich nimmt, einfach um das Immunsystem auch zu stärken. Und das ist gerade bei Älteren ist das wichtiger, denn wenn die einmal krank sind, dann dauert das sehr lange.